Good morning, Svenchen, Good morning in the morning. Ja, good wunderbar. morning. Good morning in the morning. Ich In der find's so wunderbar, cool. ja. Ich find's so cool, dass wir uns hier treffen. Der Impuls war schon länger und dass wir mal hier einen kleinen Talk machen. Einen wunderschönen Monolog über die Leichtigkeit der Schwere. Oder was auch immer. Ich habe einfach viel Spaß mit dir beim Chatten, Austausch. Es ist wirklich super und resoniere mit deiner Energie. Es ist einfach freudvoll und spaßig, cool, humorvoll. Ich würde mal sagen, lass uns einfach loslegen und ein bisschen das, was wir sonst unter uns sharen, einfach mal hier so ein bisschen öffentlich sharen, weil es einfach Spaß macht. Genau. Also mal das halt, was zu passieren scheint, halt von niemand für niemand separates, ist einfach das, was ist, was ja in und ja was unteilbar ist, und das, was zu passieren scheint, ist unteilbar sich selbst, und das geht in Wirklichkeit nirgendwo hin. Das ist schon bereits alles, darin fehlt nichts, es gibt keine Notwendigkeit für irgendetwas, und doch ist es das, was zu passieren scheint. Und das, was zu passieren scheint, ist schon, ja, also ist diese volle Leerheit. Also, was auch immer da zu passieren scheint. Also, da ist niemand, der irgendetwas tut oder lässt. Also, jedes Tun und oder jedes Nichttun oder jedes Unterlassen ist schon bereits leer. Also, Beautiful. ja. Also du kannst nicht richtig liegen oder falsch oder was auch immer du meinst zu tun oder nicht zu tun, ist es das bereits. Und dann wären wir schon beim Du, beim Ichlein, das sich so wunderschön spielt. Und auch da, das ist wunderschön, wie es ist. Da, dem fehlt auch bereits nichts, auch wenn es die Idee natürlich ist, dass es fehlt und dass es vielleicht nicht da sein sollte. Ja, was für ein wunderschöner Witz. Ja, es ist immer diese volle Leerheit selbst, die sich halt auch als das halt spielt, beziehungsweise sich als das inszeniert. Da ist jetzt niemand oder etwas dem ausgeliefert, sondern es ist einfach diese volle Leerheit, die alles ist, was ist. Und für die geht es um nichts, und für die geht es tatsächlich auch nirgendwo hin. Die ist von nirgendwo hergekommen und wird nirgendwo hingehen. Also das, was zu passieren scheint, ist von nirgendwo hergekommen und wird nirgendwo hingehen. Und es ist bereits so, nie angefangen. Nothing ever happened. Ja. Niemals ist etwas passiert. Und es ist und da ist halt auch niemand oder da ist auch nicht etwas aus dem herausgetreten oder etwas, was aus dem heraustreten könnte. Das hat's nie gegeben. Es ist schon bereits alles. Also jedes sogenannte Wort ist nicht getrennt davon, sondern es ist das, Beautiful. was dann als Wort sich spielt. Die Idee des scheinbaren Ichleins, auch gleichzeitig die suchende Energie, können wir sagen, was auch immer das bedeutet, spielt sich unschuldig und perfekt, genauso wie sie sich spielt. Mit dem Suchen ist nichts falsch, auch nichts richtig, es ist einfach nur Suchen. Und die Suche, die impliziert eine Hoffnung, eine permanente Hoffnung auf das Nächste, auf das Bessere. Weil das, so wie es jetzt ist, kann es nicht sein. Unmöglich. Und das ist im Grunde dieses Spiel, dieser Loop. Ein Gedanke jagt den nächsten. Und wenn wir die ganzen Gedanken mal weglassen, ist es ziemlich chillig. Ja. Ja, das ist halt, wenn ja, das ist einfach nur eine Idee, die sich da inszeniert als Suche, aber die Suche
findet nicht getrennt von dem statt, was das, was diese volle Leerheit ist, die alles ist, was ist. Genau. Und Das von daher geht diese Suche, wird nirgendwo hingehen. davon. Da ist einfach Und nur die Suche. Da ist einfach nur die Suche. Kein Problem ja, damit. Da ist und kein Problem damit. da ist niemand Separates, der jetzt diese Suche erzeugt hat, der sich jetzt für die Suche entschieden hat, den gibt es nicht. Also Kein Tor, kein Tor, keiner da drinne, der irgendwas kontrollieren kann. Das heißt, egal was getan wird oder nicht getan wird, ist es bereits. Und wir können sagen, wenn da Suche passiert, enjoy the show. Genieß doch die Suche. Versuch doch nicht, nicht zu suchen. Aber das Versuchen, nicht zu suchen, ist schon bereits alles. Genau. genau, es ist immer schon bereits alles. Also, und alles, und die Suche wie alles andere, was auch immer zu passieren scheint, passiert vollkommen ungefragt. Also es gibt niemanden, der gefragt werden könnte, ob er suchen möchte, ob er jetzt nicht mehr suchen möchte, ob er diesen nächsten Gedanken denken möchte, ob er das fühlen möchte, was auch immer dann halt als Gefühl dann halt spontan aufscheint. Ja, da Ob ist er, niemand. ob dieser Körper geboren werden möchte oder nicht. Was ist überhaupt Geburt? Was ist Tod? Was ist das? Ideen. Genau, das ist halt auch noch eine Idee, dass da tatsächlich etwas entstanden ist. Und ja, und das ist halt einfach nur eine Idee, eine Inszenierung einer Idee, die ja, was nie tatsächlich stattgefunden hat. Ja. Beautiful, beautiful. Zurück, ich kann mich erinnern hier bei mir. Ich habe stark resoniert in meinem Leid. Da steckte viel Hoffnung drin. Hoffnung auf was Besseres, dass es besser wird, weil ich tue ja etwas dafür. Und langsam aber sicher wurde, es gehört, es ist schon, it's done, es ist schon erledigt. Es ist schon das, was es ist und oder sagen wir mal so, es ist bereits hoffnungslos. Und in diesem Ausdruck, in diesem Hören von, es ist bereits hoffnungslos, war großer Frieden. Da gab es kein nächstes mehr. Oder auch wenn man in die Vergangenheit ging, scheinbar, das war egal, das spielte keine Rolle mehr. Das heißt, die Leerheit wurde immer mehr gesehen in den ganzen Gedanken, die sich dann gespielt haben. Und es gibt kein Problem mit den Gedanken. Die erscheinen und kommen einfach so wie die Wolken am Himmel. Genau, automatisch. Genau, es ist also niemand da, der Gedanken erzeugt oder der irgendetwas erzeugt von dem, was dann zu passieren scheint. Also Gedanken tauchen einfach auf, Gefühle tauchen einfach auf, was auch immer. Es taucht einfach alles auf. Niemand, der sich für etwas entscheiden könnte oder gegen etwas entscheiden könnte, den gibt es gar nicht. Also es ist einfach, das, was zu passieren scheint, ist absolut frei und voll und vollkommen wundervoll leer. Und es ist, man könnte auch sagen, es ist rücksichtslos, diese totale Rücksichtslosigkeit. Ja. Also es ist einfach das, was ist einfach, ja, oder das, was zu passieren scheint, ist einfach sich selbst. Nonstop. Boom, 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 boom. Ja. No escape. Ja. Genau, da taucht auch die Idee auf, halt, dass noch irgendetwas akzeptiert werden müsste oder angenommen werden müsste, aber es ist einfach vollkommen, ja, Wir vollkommen haben rücksichtslos sich selbst. heute Morgen ein bisschen geshared und wir lieben ja beide Karlchen, Karl Renz. Ja, er ist, ich sage das mal so, ich behaupte von mir mal so ein bisschen bescheuert impulsiv. Ich spüre das bei ihm genauso und ich liebe das. An der Stelle, Karlchen, wenn du zuschaust, bitte mach mit einmal hier mit uns. Wir würden sehr gerne einen lustigen Chat mit dir machen. Aber zu wen spricht der eigentlich die ganze Zeit? Karlchen, Ja. für sich selbst natürlich. Ja, I just love him. Er ist also. einfach absolut eine absolute Nummer. I just love it. Und es war so süß heute, ihn ein bisschen zu hören, während ich meine Pfannkuchen gemacht habe. Mit Ei und Banane. Ja, genau. Pass mal auf, dass hier noch Eier wachsen. Noch.
purer Genuss und Ja. ja, immer, immer Ja. eine, ein in loveness with what is, eine permanente Selbstbefriedigung. Geht nicht anders, egal wie es dir scheint. Und er hat so wunderschöne Jokes wieder gerissen und diese Freude, dieses Gelächter da, das ist so toll. Ist bei dir auch übrigens, Sven, in den Chats, die du machst. Das finde ich auch sehr schön. Eine Leichtigkeit, eine wunderschöne Leichtigkeit, sehr humorvoll, sehr freudig. Genau, damit resoniere ich stark. Es ist so vergleichbar mit Emerson, Emmy liebevoll von mir genannt. Der performt genauso. Und genau, mit Karlchen, der hat auch was Cooles gebracht. Der eine Piepmatz zwitschert dem anderen Piepmatz etwas übers Zwitschern. Ich finde das so lustig. Ja, Karlchen, woran? Was soll ich sagen? Und ich stimme ihm auch dazu, dass das wirkliche Problem ist wirklich, dass es kein Problem gibt. Ja. Also ja, das ist ja diese volle Leerheit, dass es einfach halt nirgendwo hingeht, dass es um nichts geht tatsächlich. Also es ist, welcher Anschein halt auch immer zu passieren scheint, es geht nirgendwo hin. Es passiert in Wirklichkeit nichts, es geht um nichts. Es passiert einfach mal alles so. Weil diese volle Leerheit ist einfach aus sich selbst heraus, grundlos, nie angefangen. Hier, da fehlt nichts. Nichts passiert tatsächlich. Denn das, was ist, kann nichts werden. Und dass da etwas da ist und dass das etwas werden kann, ja, das ist halt der Traum, könnte man sagen. Der Traum, der nirgendwo hingeht. Der Traum von niemand für niemand separat ist. Der Ja. geht nirgendwo hin. Der ist von nirgendwo hergekommen und der wird nirgendwo hingehen. Beautiful. Das ist nur das, was der Traum ist, was nie angefangen ist. Und ob man den Traum schön findet oder gruselig findet, ist das bereits. Es kollabieren die Gegensätze förmlich. Das ist einfach voll der Traum, egal wer sich spielt. Absolut, absolut vollständig in Hülle und Fülle. Ja, sind einfach Charaktere und die sich dann halt auch, was auch immer sich, was sich bei den Charakteren sich spielt. Also der Charakter, da ist niemand, der gefragt worden ist, ob er jetzt diesen Charakter spielen möchte. Ja, ob er dieses Aussehen haben möchte. Ja, ob er sich mit dieser Geschichte spielen möchte, den gibt's gar nicht. Den hat's nie gegeben. Es ist einfach diese volle Leerheit selbst, die sich als alles inszeniert, was auch immer, ne? Mögen und nicht mögen, was auch immer. Genau. Sehr, sehr einfach, sehr simpel. Unglaublich simpel. Da gibt es nichts zu verstehen. Und das Verstehen ist bereits auch schon das. Und letztendlich wird das immer gewusst, weil es keine Trennung gibt. Wir sind das schon. Ja, Ja. wieder ist es verstehen noch nicht verstehen. Es ist Ja. einfach, was es ist und das ist einfach. Zwischen Also es ist verstehen und nicht verstehen, zwischen den Gegensätzen. genau. Es ist ja Kollabiert, kollabiert jeglicher Gedanke. genau. Es ist ja einfach dieser wunderbare Traum von also von ne, Polarheit, Dualität. Ja. Polarität genau. Und daran ist ja auch nichts verkehrt. Es spielt sich einfach viel zu viel Das als diese ist ja das Polarität. Geile, das ist ja das Geile, die Vielfalt, diese Erscheinung, das ist ja genau, that's the juice. Das ist der juicige Teil der ganzen Geschichte. Enjoy. Or not. Genau. Heulen ist es auch. Das Leid ist es auch. Ja. Ja, und es geht weder um Denken noch um Nichtdenken. Es geht weder um Glauben noch um Nichtglauben. Es geht um gar nichts. Es ist einfach das, was auch immer dann zu passieren scheint, ist es bereits schon. Ist es bereits schon. Ununterbrochen, lückenlos, ist es bereits schon. Und
nie wegen etwas, was zu passieren scheint, sondern trotz allem, was zu passieren scheint. Und doch ist es simultan das, was zu passieren scheint. Beautiful. Absolut alles, absolut alles in seiner Gesamtheit unteilbar ist es das. Was ist? Einfach Ja. alles mal so, einfach alles mal so, könnte man auch auf eine Art sagen. Einfach Ja. alles mal so. Einfach mal so. Wow. Mit jedem Für und Wider und mit jedem, ja, mit jedem Tun und mit jedem Unterlassen und mit jedem, mit jeder Erwartung, mit jedem Wunsch oder mit jeder Erwartung, dass die Erwartung aufhört oder mit jedem Wunsch, dass der Wunsch aufhört, was auch immer es sich da spielt als Idee. Genau, die wunderschöne Idee, dass da ein Ich ist, was kollabieren sollte, damit die Freiheit endlich erfahren wird. Von wem? Von wem? Ja, da ist auch niemand, der jetzt gefragt worden ist, möchtest du jetzt ein Ich sein? Möchtest du jetzt dieses Ich sein, was sich als suchende Energie erfahren möchte, weil halt einfach darin sich ein Fehlen sich spielt, was aber selbst halt diese volle Leerheit ist, die sich so selbst inszeniert halt. Genau. Und bei dieser ganzen Suche, was auch immer dann Idee da sich dann spielt, dass es um etwas geht, dass darum geht, etwas zu werden, dass darum geht, etwas zu bekommen, etwas zu haben, etwas zu erreichen, Ganz zu werden, ganz zu werden. Ja. all das ist vollkommen bereits leer. Genau. Und voll gleichzeitig. Da fehlt nie etwas. Und in sich Dann voll, genau. genau. In sich total voll. Da gibt es kein Fehlen, da gibt es keine Notwendigkeit. Für nichts einfach vollkommen grundlos. Und egal, welche Idee von Grund sich spielt, das ist auch das ist nur eine Idee. Beautiful. Dass es um irgendetwas geht. Es ist einfach nur eine Idee. Auch daran ist nichts verkehrt an dieser Idee, wenn die auftaucht, wenn die sich so spielt. Ja, also von niemand für niemand separat ist. Einfach das, was zu passieren scheint. Aber also jegliche Idee geht nirgendwo hin. Auch diese Idee, dass es anscheinend um etwas geht. Dann spielt es sich einfach mal so. Genau. Das Einfach mal macht so. nicht. Weil, ja, Für das, was wen diese sollte das Idee. was machen? Für wen sollte das was machen? Ja, Das ist dann ja. was diese Idee ist, was mit und ohne diese Idee ist, für das macht es nichts. Ob jetzt diese Idee da ist oder irgendwann nicht mehr da ist, ob dann eine andere Idee auftaucht, es macht einfach nichts. Es macht das, was ist, nicht mehr und nicht weniger. Und es geht nirgendwo hin. Und das. Absolutely. Ich nenne es Perfection in Action. Ja, das ist auf eine Art gesagt, Enjoy. ja, If you can. diese unerträgliche volle Leerheit, also für die es nirgendwo hingeht. Da ist niemand, der irgendetwas tun oder unterlassen müsste oder könnte. Den gibt es nicht. Da ist nicht etwas, was werden könnte. Das ist einfach der Traum, dass da etwas wäre, was irgendetwas anderes werden könnte. Ja, wunderschön. Gott hat einen schönen Satz komponiert, Sven, bevor wir losgelegt haben und rumgeflaxt haben. Das war nicht gut mit dem Orgasmus. Hau mal raus. Kommst du noch mal drauf? Ach so, ja, ich meine, auch das geschieht ja alles vollkommen ungefragt und die Worte, die ja sozusagen aus diesem Sprechrohr von diesem Anschein von Charakter halt sich hier spielt,
ja, geschehen ja halt auch einfach vollkommen ungefragt, wie bei jedem anderen halt auch. Und ja, hier kamen die Worte, dass das, was ist, ist halt diese volle Leerheit in ihrem unerträglichen Orgasmus. Ja, eine totale, eine absolute Befriedigung die ganze Zeit. In Erscheinung von allem. Und ja. Ja, das, was ist, inszeniert sich als jeden Anschein von Sucht und als jeden Anschein von Befriedigung einer Sucht, ja, was sich dann da temporär sich dann halt spielt. Und ein Phantom von jemandem, der anscheinend süchtig ist, ja, und der sich immer wieder temporär befriedigt. Aber all das, was jetzt hier benannt worden ist, ist einfach diese volle Leerheit selbst, die sich als das inszeniert und präsentiert und sich spielt und einfach mal so in Wirklichkeit für absolut nichts. Beautiful. Für Ja. absolut nichts. Ja, In das ist Erscheinung von bedingungslos, allem. einfach diese Totalität von bedingungsloser Freiheit, die absolut frei ist, sich so zu inszenieren und zu Genau. präsentieren, ja, und sich zu Beautiful. spielen, Genau. wie es sich auch Sich immer spielt. genau so, so zu auszudrücken. Genauso einzigartig im Ausdruck. Und das ist, das ist absolut grandios, das ist absolut wunderschön. Das Genau. ist totale Kunst, das ist full-on booming aliveness. Mehr geht nicht. Ja, Weniger und da geht ist nicht. da ist auch kein Karl Renz, der irgendetwas tun könnte oder lassen könnte. Also da ist einfach halt diese volle Leerheit selbst in diesem Anschein von einem Karl Renz. Aber das ist jetzt nicht ein Karl Renz als separate Entität oder Einheit. Ja. Und da ist auch kein Karl Renz, der sich jetzt aussuchen könnte oder der gefragt wird vorher, ob er das sprechen möchte, was er spricht. Es spricht sich halt einfach. Und es spricht sich über einen Karl Renz sozusagen, über den Anschein von einem Karl Renz, über den Anschein von einem Sven, über den Anschein von einer Rosa und überall, wo auch immer Sprechen stattfindet. Aber es ist immer diese volle Leerheit an sich. Bla 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 blub. Wunderschön leeres Gerede, absolut totale Sinnlosigkeit. Und ja, wunderschön. Wunderschön, nichts wissen Ja, zu müssen und ja, alles bereits zu wissen, was auch immer das heißt. ja, ja. Ja, Sinn und sinnlos ist diese totale Sinnlosigkeit. Ja, für die es um nichts geht. Also selbst in der Idee, dass es einen Sinn gibt oder die Idee, dass es sinnlos ist. Also, aber ja, das ist diese Sinnlosigkeit, diese Losigkeit an sich halt. Für die es um nichts geht, also Losigkeit, einfach diese bedingungslose Freiheit. Für die gibt es kein Werden. Da hat nie ein Werden stattgefunden, nie. Und da Wird auch wird nie auch nie stattfinden. ein genau werden stattfinden. Ja. Und ja, bei all den sogenannten Worten und oder Gedanken, ja, bei es führt zu nichts tatsächlich. Wie könnte es auch? Es ist ein bedingungsloses, was es ist, genau wie es erscheint. Ja, und es kann sich absolut nicht vermehren und vermindern. Und kein Wort, kein einziges Wort, kein einziger Gedanke, keine einzige Regung in diesem ganzen Orgasmus, führt zu irgendetwas oder führt zu einem mehr oder weniger tatsächlich. Also das, was ist, kann sich nicht vermehren und vermindern. Ja, es ist alles. Was auch immer sich da als Geschichte spielt, das ist das, was sich als jede Geschichte zugleich inszeniert. Ja, wunderschöne Geschichten. Ich liebe Geschichten. Ja, es ist der Traum also von niemand für niemand separat ist. Einfach das, was der Traum ist. Und das, was der Traum ist, hat für nichts eine Notwendigkeit und das wird auch nie zu dem
was auch immer zu passieren scheint. Da gibt es kein Werden drin. Weil das, was zu passieren scheint, ist ja das, was ist, was schon bereits ist. Und das, was zu passieren scheint, ist gar nichts anderes als das, was ist. Und das, was Absolut. ist, ist simultan das, was zu passieren scheint. Genau. Es gibt da Simply keine. Justice. Ja, genau, Simply Justice, ja. Also es gibt da keine zwei und ja, die hat es nie gegeben. Nichts dazwischen, nichts davor, nichts dahinter. Genau, Keiner, nichts der da. hier die große Trophäe abstauben wird. Nee, nichts, genau, nichts dazwischen. Also wenn hier auch manchmal einfach bla bla von, ne, was ist zwischen Denken und Nichtdenken, dieses Dazwischen ist aber nicht dieses Dazwischen. Es ist einfach nur, ja, das einfach, das, also das nicht, das Denken und Nichtdenken dasselbe ist. Ja. Also nicht zwei. Beautiful. Ja. Ja, Sven, hast du irgendwelche Visions? Du bist ja so immer, du bist ja so mein lieber Freund, der gerne so mit Visionen rumspielt. Und ich liebe es eigentlich. Es fühlt sich immer sehr so bestärkend und powerful an. Ja. Ja, genau, erzähl was, kommt Ja. da. Visionen, ja, Visionen. Ja, also der Sven-Charakter spielt sich halt so, dass er halt immer wieder irgendwelche Visionen halt erhält also für das traumhafte Geschehen hier, weil in Wirklichkeit geht es nirgendwo hin oder in Wirklichkeit passiert überhaupt nichts bei all dem Passieren. Aber ja, da spielen sich halt auch Visionen halt, ja, und ja, diese Visionen spielen sich halt dahingehend, dass halt auch einfach das, was der Traum ist, sich halt auch einfach ja über mehr Charaktere sich jetzt sozusagen als das offenbart, was der Traum ist, auf eine Art gesagt. Ja, schön. Und ja, und da wird sich dann es so spielen, dass es halt einfach dann halt auch bei diesen Charakteren halt auch ja wunderbare Begegnungen dahingehend sich spielen in totaler Offenheit und Transparenz miteinander und in dieser spielerischen Leichtigkeit und Heiterkeit miteinander, weil völlig klar ist, dass es in Wirklichkeit um nichts geht und dass es in Wirklichkeit nirgendwo hingeht. Also es hat dann einfach gar keine Gewichtigkeit oder Wichtigkeit mehr. Da keine Was Schwere, auch keine Schwere mehr in dem Genau, Ganzen. keine Schwere mehr, ne? Und Ja. ja, das sind dann einfach diese wundervollen heiteren Begegnungen der spielerischen Leichtigkeit. Das ist ja das, was er bei der Rosa sich halt ausspielt oder beim Emmy halt oder beim Karl Renz halt, wo einfach halt auch diese Leichtigkeit und die spielerische Heiterkeit halt auch so wunderbar präsentiert wird und immer. Und es inszeniert sich so, dass halt auch dahingehend jetzt eine stärkere Anziehung stattfindet und dass es sich dann, also es macht niemand, aber es inszeniert sich dann halt so, dass anscheinend hier und da gesprochen wird oder und Ja. dass dann einfach das, was der Traum ist, sich als das offenbart, was der Traum ist halt. Ja, Ja, also. und was ich, ja, wunderschön, was sich hier so spielt, absolut unschuldig, ohne Plan, planlos, einfach pure Freude in einfach sich mit Freunden zu verbinden, die Gleichgesinnte mehr oder weniger, die Lust haben, einfach auszutauschen, ihre Geschichten zu erzählen. Absolut ordinär, nichts Besonderes. Also da ist keine Besonderheit mehr, sondern Ja, wirklich ganz, ganz natürlich und normal. Absolut grundlos. Es ist einfach nur der Impuls, ha, let's connect, lass uns connecten und einfach so, wie wir jetzt gerade das machen, absolut ohne jeglichen Grund, pure Freude. Und einfach in dieser Verbindung auch. ja. Auch alleine, all one, das ist schon Fülle. Nichtsdestotrotz sind Ja. diese Connections irgendwie sehr, sehr fruchtbar, sehr freudig, sehr, es ist eine große Freude, da steckt eine große Power dahinter.
Und das Ja, ist so infectious, das ist so ansteckend, das finde ich total schön. genau. Ja, es ist wie so ein Virus, könnte man sagen, der jetzt rumgeht, hier in diesem ganzen traumhaften Geschehen. Und genau das, was du gesagt hast, dass das Begegnungen dann halt aus sind, einfach genau in dieser vollen Leerheit, dass volle Leerheit sich selbst dann halt begegnet. Also es hört sich ein bisschen, ja, aber dass dann halt auch, dass diese Begegnungen auch so wunderbar nähren und befruchten miteinander sind, obwohl es das nicht braucht, aber es passiert halt einfach halt. Und man verspürt einfach puren Genuss miteinander. Da ist kein Recht haben wollen mehr, da ist nicht mehr diese Schwere oder Wichtigkeit von Recht haben wollen oder also Es ist einfach diese eine leichte, transparente Verbindung, absolute genau. Freiheit, eine absolute Freiheit. Und da ist keine Genau. Beziehung da drin. Das ist einfach Genau. nur eine Losigkeit, ein freies Austauschen und also eine richtige Freude, ja, ganz toll. Ja, dann, wo dann einfach nicht mehr darum geht, um Verstehen oder nicht Verstehen. Also weder noch, also dieses Genau. Ganze immer weder noch. Also Genau. Es es geht ist. einfach um nichts und aber alles hier an der Stelle vielleicht, Sven, vielleicht machen wir das jetzt regelmäßig in Deutsch oder aber genau, während du dein Englisch improvest. Und jeder ist natürlich willkommen, wenn er Lust hat, irgendwie hier sich zu integrieren, mitzumachen. Genau, wie auch immer sich das spielt, auch natürlich mit Sven in Kontakt zu treten. Ich werde unter dem Video seine Kontaktdaten posten, Sven, deine E-Mail-Adresse und du bist ja auf Facebook aktiv, Instagram und machst auch Interviews auf Jetzt TV bei der Waseto, ne? Genau, Genau. das sind dann Live-Chat-Talks, wo man sich einfach dann über YouTube oder über einen Zoom-Link halt Super. mit einlinken kann und einfach dabei sein kann, Super. so wie wir das jetzt auch Und vorhalten hier, haben, einfach genau. offene Open Zooms halt, wo jeder, der einfach Lust hat, einfach in diesem Zusammensein mit Freunden sozusagen, ja, und einfach in dieser unerträglichen Leichtigkeit oder in dieser unerträglichen vollen Leerheit zu baden, wo einfach halt es völlig klar ist, dass es um nichts geht, dass es in Wirklichkeit nirgendwo hingeht und einfach nur die Lust und den Genuss halt verspürt, mit anderen einfach im Austausch zu sein halt. Und oder wenn da bei jemandem gerade so eine Offenheit da ist, immer total willkommen. Und ich werde Genau, das halt auch. wenn einer einen Impuls hat, einfach hier, wenn er das hört und Lust hat mitzumachen, einfach anschreiben. Genau, Genau. ich werde die einfach sich hier bemerkbar machen und mal schauen, mal schauen. Also hier ist eine absolute Offenheit und Ja, Willkommenheit. ja. Ja, hier auch. Und also es ist ja auch hier so halt auch, ob jetzt online halt oder halt auch vor Ort. Also ich war jetzt auch beim One Spirit Festival. Also die volle Leerheit erscheint als One Spirit Festival auch. Spirit. Spirit. Spirit, Ja. beautiful. Und ja, da haben sich halt auch ja, wundervolle Begegnungen, also solche Begegnungen gespielt, wie wir es jetzt auch sozusagen benannt halt haben. Und ja, und gibt auch weitere Events halt vor Ort halt, die sogenannten Nicht-Dualitätstagen in Österreich, auf dem Schlegelhof. Da kriegt man halt auch die Kontaktdaten oder wann es halt stattfindet über Jetzt TV gelebte Weisheit bei Eventzeit. Dann wurde ich jetzt halt auch eingeladen. Also wer auch da Lust verspürt oder den Genuss, einfach da vor Ort zusammenzukommen, ist jetzt in Stuttgart. Erst 2., 3. November das Wochenende. Kontaktdaten findet man dann halt über lachschulestuttgart.de. Nice. Ja, Schön. die Susanne, mit der ich mich auf dem One Spirit Festival, also wo Begegnung stattgefunden hat, und Austausch und das halt auch ja gleich so wunderbar miteinander im Tanz war. Sich gespielt Ja. hat. Ja, wunderbar. Genau, das Leben tanzt sich einfach. Genau. Einfach freudig und leicht. Ja. Effortless. Ja. Genau, wunderschön. Und
Und dieses Online-Zusammenkommen ist eigentlich, ja, es ist für mich halt auch so, als wenn man sich vor Ort trifft, weil es gibt ja keine Lücke, es gibt keine Distanz. Ja, es gibt keine Entfernung, und das ist einfach ein wunderbares Zusammensein mit Freunden halt und ja, mit Wunderschön. Freude halt. Genau. Und ja, ich würde es einfach sagen, wir geben das dann einfach bekannt, wenn wir sowas halt anbieten. Also man kann genau mich oder dich halt auch anschreiben, wenn Interesse besteht, über die Webseite, über Facebook, über Instagram, Genau. einfach über Sven sein oder über ganzheitliches Sein gehen. Da Genau. kann man mich antreffen sozusagen. Und dann kann man mich über die Kanäle anschreiben oder über die E-Mail-Adresse, wer Lust hat. Auch immer gern für ein 1 zu 1. Auch immer willkommen, was ja auch immer wieder stattfindet, was hier auch total geliebt wird. Genau, hier auch. Das ist immer sehr schön. Es ist immer sehr intim und gleichzeitig absolut leicht, easygoing und persönlich, weil Ja, es und einfach es, keine Trennung gibt. Genau. genau, weil es einfach keine Trennung gibt und das, was hier spricht und was spricht überall, das, was sie hier sieht, sieht überall. Also es ist immer nur diese volle Leerheit. Da gibt es einfach, es gibt gar keine, es gibt keine Trennung. Also Beautiful. es gibt nur die Idee, dass es Trennung gibt, aber es, durch die Welche Idee der Bereitschaft, Trennung wird hier genau. nichts getrennt halt, ne? Genau, und das ist ja das Spiel. Und genau, und wir lieben das Spiel. Also spielt mit, ihr Lieben, Freunde der Freude. Und ja, Sven, ich danke dir. Wie immer, super schön, super cool. I just love it. Ich werde die ganzen Daten unten in die Description unter dem Video posten. Genau, und ich würde mal sagen, bis jetzt. Genau. Und Bis ja, jetzt, wie immer. wie immer bis jetzt und just beautiful, sweetheart.